Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und dem SC Freiburg. Das Ganze vor 25.594 Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich begrüße die Medienvertreterinnen und Medienvertreter hier, ebenso wie die Gäste in den angeschlossenen VIP-Bereichen auf dem Podium. Beide Cheftrainer, die sich jetzt zum 2:1 Sieg des SC Freiburg äußern werden. Thomas Letsch für den VfL und Christian Streich für die Gäste aus Freiburg. Der Gast fängt an. Herr Streich, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Dankeschön. Ja, wir hatten ja am Donnerstag ein Spiel und aber wir haben ja auch genug Spieler, die jetzt da viel Erfahrung haben. Ich habe Ihnen gratuliert am Donnerstagabend zu dem Spiel und am Freitagmorgen habe ich sofort, ging es nur um Bochum. Ich darf keinen Gedanke geben an irgendwas anderes, weil wir gewusst haben, was hier in diesem tollen Stadion, in dieser Atmosphäre auf uns zukommt. Genau das ist passiert. Die Mannschaft hat alles auf dem Platz gelassen, was man auf dem Platz lassen kann. Ich habe nur eine Veränderung vorgenommen, weil ich das Gefühl hatte, sie sind nicht zu müde, um sie wieder laufen zu lassen. Wir haben ein extrem umkämpftes, schwieriges Spiel jetzt für uns entscheiden können. Ich muss wirklich sagen, Chapeau, was die Jungs heute hier gezeigt haben und wie sie dagegen gehalten haben, gegen diese enorme Wucht, gegen diese viele Bälle, wo vorne reinfliegen und Riemann noch mitmacht. Und es war vielleicht ein bisschen glücklich, aber glaube nicht ganz unverdient. Dankeschön. Vielen Dank. Thomas, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, zunächst Glückwunsch an Christian und an SC Freiburg und auch jetzt schon vorneweg viel Erfolg für Donnerstag. Danke vielmals. Da drücken wir euch die Daumen. Heute haben wir sie euch nicht gedrückt und sind auch aus meiner Sicht selbst dafür verantwortlich, dass wir dieses Spiel verloren haben. Es war im Grunde genau dieses Spiel, was wir erwartet haben. Es war dieser Fight, wo es Kleinigkeiten ist es nicht, sondern es um entscheidende Situationen geht. Und wir waren dann hinten in der Situation, die zum 1-0 führt, einfach nicht scharf genug. Da haben wir schlecht verteidigt. Das erste Duell wie auch das zweite Duell und haben eigentlich im Gegner dann es zu einfach ermöglicht, ein Tor zu machen. Umgekehrt und beim zweiten Tor dasselbe in Grün, auch schlecht verteidigt von unserer Seite aus, selbst wenn Gregoritsch das Tor nicht macht. Ich weiß nicht, wer dahinter kommt, der kann auch noch reinschieben, weil wir einfach auch da nicht scharf waren. Und das Gleiche gilt für vorne. Wir haben zwar viele Abschlüsse, wir haben eine Wucht entwickelt, ja, aber dieses Scharfsein hat uns gefehlt. Und es reicht nicht, nett, brav, gut zu spielen, sondern man muss richtig top spielen, um eine Mannschaft wie den SC Freiburg zu schlagen. Und das haben wir heute nicht geschafft. Deshalb müssen wir uns diese Niederlage angreifen. Ob verdient oder unverdient, interessiert sowieso kein Mensch. Es gab auch ein paar Situationen, wo ich anderer Meinung bin als der Schiedsrichter heute, aber auf den will ich es nicht schieben, sondern so wie ich es gesagt habe, wir müssen uns an der eigenen Nase fassen. Wir haben jetzt leider eine Riesenchance verpasst und das ist ärgerlich und damit müssen wir jetzt umgehen und uns auf das letzte Spiel vor der Länderspielpause gut vorbereiten. Danke. So, ich sehe schon die ersten Hände, die fliegen und aufs Mikrofon warten. Wir fangen an bei Stefan Döring von Funke Sport. Herr Letsch, zwei Situationen, die Sie angesprochen haben, dürften die vermeintlichen Elfmetersituationen gewesen sein. Zum einen das Handspiel und dann vor allem das doch Foul an Moritz Broschinski. Wie haben Sie die Situationen gesehen? So wie Sie es gerade beschrieben haben. Für mich war es ein Handspiel. Diese Handregel, ehrlich gesagt, geht mir sowas von auf den Zeiger. Wir diskutieren jedes Mal drüber, aber der Ball kommt rein und er geht nun mal Sidi an die Hand. Und im Strafraum Hand ist aus meiner Sicht strafbar und Elfmeter. Und die Situation an Moritz Broschinski, sage ich, kann sich auch keiner beschweren, wenn man es pfeift. Die klarste Situation war für mich eher dann noch, ist wahrscheinlich ein bisschen untergegangen, noch eine vermeintlich rote Karte gegen Philipp Förster mit offener Sohle in den Bauch, auch ohne jegliche Absicht, unterstelle ich dem Spieler nicht, aber haben Sie wahrscheinlich nicht im Kopf, die Szene haben Sie. Und ich habe es gerade auf Video gesehen, da muss ich sagen, da gab es am Freitag für was ganz anderes eine rote Karte. Wir machen weiter bei Philipp Rentsch von den Ruhrnachrichten in der zweiten Reihe. Herr Letsch, Sie haben die Ergebnisse ja von gestern gesehen, Köln hat einen Punkt geholt, Mainz hat verloren, das war ja
eine Chance für den VfL Bochum heute. Wie würden Sie die Tabellensituation beschreiben? Als eher angespannt oder immer noch insofern entspannt, weil der VfL 9 Spieltage vor Saisonende immer noch 9 Punkte Vorsprung auf den 17. hat? Also wir werden Teufel tun, die Situation als entspannt zu bezeichnen. Das war auch gerade die Botschaft an die Mannschaft. Wir haben es verpasst, eine Entspanntheit hätten wir auch nicht reingekriegt, aber eine etwas angenehmere Situation zu haben, das haben wir heute verbockt. Deshalb bleibt es dieser Fight bis zum Schluss. Das wussten wir, als die Saison losging. Aber wir hätten es in der Hand gehabt, Steps zu machen. Und das haben wir heute leider nicht geschafft. Deshalb ist die Situation nicht so, dass wir jetzt jeden Tag schlaflose Nächte haben, aber sie ist auch gefährlich. Und das haben wir durchaus im Kopf. Umso wichtiger ist es jetzt, die kommenden Spiele. Mir geht es jetzt gar nicht ums Ergebnis. Mir geht es mehr darum, dass wir einfach wieder besser spielen, dass wir schärfer sind. Wenn so ein Spiel heute am Schluss 0-0 ausgeht, dann sitze ich vielleicht hier, das Spiel war genau das Gleiche und sage, mein Gott, nehmen wir den Punkt mit. Aber es fehlt uns einfach diese letzte Schärfe, dann das Tor so zu verteidigen, dass wir zumindest diesen Punkt mitnehmen. Und das gilt jetzt schleunigst zu ändern. Frage beantwortet. Weiter geht's in der ersten Reihe bei Max Backhaus von der Bild. Herr Streich, ich hätte eine Frage an Sie. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Wie würden Sie die drei angesprochenen Szenen einordnen? Ja, wissen Sie, ich will es eigentlich jetzt nicht ausweiten. Und zwar deshalb, weil Sie könnte mich ja auch zu anderen Szenen fragen. Ich könnte Ihnen jetzt zwei, drei Szenen sagen, wo aus der Sicht vom SC Freiburg dann auch durchaus ganz andere Entscheidungen hätte fallen können, die aus unserer Sicht nicht richtig waren. Aber ich tue es nicht. Aber Sie wissen Szene. Sie wissen die Szene nicht an der Merlin Röhl? Ehrlich gesagt nicht, nee. Sie wissen sie nicht, wo der Merlin Röhl allein aufs Tor geht? Habe ich gerade nicht weiter, glaube. Okay, dann glaube ich Ihnen. Oder Bernardo auf der Seite, nachdem er schon gelb hat. Und lassen wir es einfach weg. Es gab Szenen, wo Bochum sagt, es hätte für uns entschieden werden können. Aber es gab auch durchaus Szenen, wo auch Einfluss aufs Spiel habe, und zwar richtige, wo nicht für uns entschieden, sondern für Bochum entschieden wurde. Günter Pohl. Erst nimm das Mikro. Wie immer. Ich hatte nicht gesehen, dass du das Zeichen erkannt hast. Nochmal eine Frage an den Trainer. Hat der Trainer nochmal versucht, mit dem Schiedsrichter über die Szene zu reden? Denn die gravierendste war ja wohl diese Gelegenheit mit Gregoric, wo er da am Hals zu Fall gebracht wird. Hat der Schiedsrichter sich geäußert oder haben Sie das Gespräch gar nicht gesucht? Ich glaube, Gregoric war es eher nicht. Entschuldigung, in dem Fall war es Buschinski. Klassischer Versprecher, Buschinski. Ja. Nein, ich meine, was soll ich ihm sagen? Also es wäre der erste Schiedsrichter, der nach dem Spiel sagt, oh ja, mein Fehler, und wir müssen das Spiel nochmal neu spielen. Das bringt ja nichts. Wir haben uns, und deshalb nochmal, wir haben dieses Jahr nicht unbedingt das Glück bei Entscheidungen auf unserer Seite, das muss ich schon sagen. Aber, und deshalb erinnere ich auch daran, wie ich hier begonnen habe mit der Analyse von dem, wir suchen den Fehler bei uns. Und ich zeige jetzt nicht auf den Schiedsrichter und sage, wir haben wegen dem Schiedsrichter verloren. Ich bin nicht glücklich über die eine oder andere Entscheidung und es zieht sich leider ein bisschen durch die Saison. Aber entscheidend war heute, dass wir nicht die Schärfe hatten, um den SC Freiburg heute zu schlagen. Wir haben ganz klar gesagt, zwischen diesen klasse Spielen und das war ein tolles Spiel, das der SC Freiburg gegen West Ham gemacht hat, zwischen diesen Spielen liegt es an uns, wenn wir es schaffen, unsere Intensitäten alles reinzubringen, alles reinzuwerfen, dann kommt vielleicht dieser Tick Müdigkeit, dann kommt vielleicht auch im Hinterkopf, da ist noch ein Spiel. Aber dazu musst du einfach ins Limit gehen und das haben wir heute nicht geschafft. In zwei, drei Situationen, wie gesagt, schlecht verteidigt, plus vorne diese Schärfe, wo, ja, wenn einer schießt, dann muss ich halt noch auf den Abpraller gehen oder durchlaufen. Es wäre möglich gewesen, aus meiner Sicht, heute auch dieses Spiel zu gewinnen oder zumindest einen Punkt mitzunehmen, aber dafür war es nicht gut genug. Weiter geht's mit Sebastian Hub, vierte Reihe. Hallo Letscher, Tim Oermann musste verletzungsbedingt raus. Gibt es schon eine Information? Ist was Schwerwiegenderes oder kann er gegen Mainz auflaufen? Ja, hat hinten in den Hamstrings was gespürt. Bei einem Laufduell kann ich noch nichts Genaues sagen. Philipp Rentsch wieder in der zweiten Reihe von den Ruhrnachrichten.
Letzte zwei personelle Fragen noch. Maximilian Wittig war nach seinem Tor zuletzt heute nicht in der Startelf. Welche Überlegungen steckten dahinter? Und zweite Frage, wie schaut es aktuell bei Patrick Osterhage und Christoph Anvi-Ajay aus? Rechnen Sie fest mit denen für das Spiel in Mainz? Ja, Maxi war eine harte Entscheidung, weil Maxi nicht nur das Tor gemacht hat, sondern ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Wir wollten Freiburg anders aufnehmen, als wir es gegen Leipzig gemacht haben. Und deshalb haben wir uns für andere Spieler entschieden. In dem Fall auch war zu erwarten, ich weiß gar nicht genau, aber wir hatten, glaube ich, mehr Ballbesitz. Deshalb Philipp Förster als fußballerisch stark noch im Zehnerbereich. Das war die Überlegung dahinter. Zur zweiten Frage. Ja, ich bin optimistisch, aber fest einplanen kann man niemand. Das ist... Ich freue mich für jeden Spieler, der wieder zurückkommt. Jetzt haben wir Tim Oermann, der jetzt wieder verletzt raus musste. Bei den zwei Jungs sieht es ja einigermaßen aus. Fragen Sie mich am Donnerstag, dann gebe ich Ihnen vielleicht eine Antwort. Erste Reihe, Thomas Esser von der dpa. Hallo, eine Frage an Herrn Streich. Jetzt ist diese Phase in der Bundesliga, diese Serie gerissen, 6 Spiele, wo Freiburg nicht gewinnen konnte. Jetzt wieder dieser Sieg, 4 Tage vor der historischen Chance, das erste Mal ins Viertelfinale international einzuziehen. Was nimmt man da mit? Wie wichtig ist dieser Sieg auch mit Blick auf den Donnerstag aus Ihrer Sicht? Ja, wir haben einfach jetzt auch dieses, letztes Jahr hatten wir wirklich Glück mit Verletzungen und dieses Jahr hatten wir von Anfang an wirklich große Schwierigkeiten mit Langzeitverletzten und wir haben uns durchgekämpft, aber wir hatten jetzt keine Ergebnisse, keine gute in der Bundesliga. Also wir hatten schon 3-mal Rückstand Frankfurt 3-3, Bayern München Rückstand 2-2, aber wir hatten keine Siege, weil es ist schon ein enormes Programm. Es bereitet einem große, große Freude, wenn man europäisch spielen darf. Das sind wir nicht gewohnt und jetzt schon im zweiten Jahr, aber es ist eine enorme Anstrengung, wo dahinter steht. Und von dem her, dass wir jetzt bestanden haben bei der Mannschaft mit dieser Wucht, die hier Stuttgart und Bayern München besiegt hat, macht uns extrem glücklich. Wir haben 33 Punkte, wir hatten 30. Ich bin so geprägt, ich komme aus Freiburg, ich bin 30 Jahre hier Trainer. Wir schauen immer nach hinten. Ich schaue immer nach hinten. Und jetzt haben wir ganz großen Abstand, das macht uns, gibt uns Luft. Und jetzt gehen wir heim und dann haben wir ein ganz, ganz großes Spiel für uns in London. Es wird nicht weniger Wucht kommen und die Qualität von West Ham ist brutal, aber unsere Mannschaft hat einen großen Charakter und die haben viele Spieler mit einer großen Kompetenz. Und da bin ich sehr glücklich und ich freue mich wahnsinnig jetzt auf dieses Spiel. Dieses Spiel heute war für uns so, so wichtig, wenn wir jetzt wieder verlieren. Da hast du keine Punkte in der Bundesliga, musst mitzittern und so. Und jetzt haben wir uns richtig Luft verschafft. Und das tut uns sehr, sehr gut und gibt uns Ruhe. Gerade habe ich noch ein Handzeichen von Ralf Ritter gesehen, von der RAZ Bochum. Hat sich schon erledigt? Gut, alles klar. Weitere Fragen? Jawohl, der Kollege. Herr Streich, könnten Sie ein paar Sätze sagen zu Florent Muslia? Ich finde, er hat durch seine Leistung mit dazu beigetragen, der zweiten Halbzeit, dass Entlastung für den SC zustande kam. Wie sehen Sie seine Leistung? Der Flo musste ankommen bei uns. Bei ihm geht es einfach darum, dass er die in jedem Training, in jeder Situation diese Power, die dann in der Bundesliga ist und ein klein bisschen anders als in der zweiten Liga annimmt, dass er das Training total nützt, dass er voll an die Kante geht, weil er ist kein großer Spieler, auch in den Zweikämpfen, dass er da besteht, fußballerisch richtig klasse Fußballer. Und jetzt muss er diese Intensität, da muss er sich die nächsten Monate das erarbeiten. Jetzt habe ich es im Training richtig gut gesehen. Das ist der Grund, warum dass er gegen West Ham und jetzt wieder eingewechselt wird. Ich habe sogar überlegt im Trainerteam, ob wir ihn heute von Anfang an bringen, weil mir es ihm zutraue. Wenn er auf dem Weg weitermacht, wird er Bundesligaspieler und nicht einer, der immer eingewechselt wird und dann alle 2 Jahre den Verein wechselt, sondern der dann, wenn er so weitermacht, kann er auch oft von Anfang an spielen und dann hat er eine richtig tolle Zukunft bei uns.
Erneuerung der Frage. Gibt es noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann viel Erfolg in London auf jeden Fall. Wir fahren nächste Woche nach Mainz. Dankeschön.